Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute schauen wir auf 10 Dinge in Clash of Clans, die sich jeder wünscht. Im Endeffekt, ja, ist mal so ein bisschen so zusammengetragen. Dankeschön an Queen, sie hat mir dabei geholfen, einige gute Ideen dazu beigesteuert. Und lasst uns doch mal reinschauen und einfach mal so gucken, was denn da so für Ideen zusammengekommen sind. Ich hatte auch mal bei mir im Discord gefragt, Global Community, Fred Chat, wenn ihr da noch nicht seid, da hatte ich auch mal gefragt. Und Punkt Nummer 1. Günstigere Heldenskins. Und das bezieht sich in erster Linie natürlich auf die exklusiven Skins. Der letzte Skin hat 11,99 gekostet. Das ist natürlich relativ teuer. Ich finde, da würden 5 Euro auf jeden Fall auch, würden es doch auch tun als Preis. Ich denke mal, dass sich das jeder wünschen würde, dass dann da auf jeden Fall die Heldenskins ein bisschen günstiger sind. Wenn du mal einen Skin verpasst hast von den normalen Skins, dann hast du die Möglichkeit, den für 1500 Gems zu kaufen. Finde ich meiner Meinung nach, auch ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. Muss man dann mal sehen, aber ja, naja. 1500 Gems, 11,99 ist ein bisschen teuer und das war auf jeden Fall schon mal Punkt Nummer 1. Dann, wer kennt das Problem? Du hast einen Trainingstrank eingeschmissen, du farmst ein bisschen, aber der Knackpunkt, die Engstelle dabei ist jedes Mal die eigene Clanburg. Du kannst nicht so oft anfordern, selbst wenn dein Clan Level 10 oder höher ist. Und du dann öfters anfordern könntest, ist dann trotzdem die Zeit noch zu groß. Du musst zu lange warten, bis du wieder eine neue Anfrage stellen kannst, um Clanburg-Truppen zu bekommen. Deswegen mein Vorschlag. Entweder man macht einen Trank, der die Clanburg boostet, oder noch einfacher, man lässt den Trainingstrank einfach die Clanburg auch boosten, dass man schneller anfordern kann, dass sich das halt, der Zeit anpasst, die deine Truppen dauern. Deswegen, damit du immer sofort mit Clanburg angreifen kannst. Ach, das wäre so schön. Und auf jeden Fall Punkt Nummer 2 auf meiner Liste von Dingen, die sich jeder Spieler in Clash of Clans wünscht. Dann ein paar Reduzierungen im Shop, beim Händler. Eine Schaufel kostet 500 Gems. Finde ich persönlich auch ein bisschen teuer. Bei den Büchern und bei den Tränken kann ich es ja noch verstehen, aber so eine Schaufel für 500 Gems, das ist meines Erachtens doch ein bisschen teuer. Und da müssten sie auf jeden Fall mal überlegen, ja, dass sie da irgendwie mal eine Reduzierung machen. Weil für eine Schaufel, ich meine, du kriegst ab und zu mal eine, aber trotzdem, muss doch nicht sein, dass es dann im Shop so teuer ist und dass im Shop eine einzige Schaufel 500 Juwelen kostet. Meine Meinung, aber ich glaube, ihr könnt da mich auf jeden Fall verstehen bei den Punkten in Clash of Clans, die sich jeder Spieler wünscht. Dann gucken wir mal weiter. Der nächste Punkt. Ein Globalersatz. Man muss ja den Global nicht 1:1 ersetzen. Das verlangt ja auch keiner. Aber man könnte es ja zumindest mal so machen, ja, dass man zumindest irgendetwas reinbringt, was in die Richtung geht. Denn aktuell gibt es das kleine Rekrutierungstool. Und das erfüllt ja im Endeffekt nicht mal den Zweck, wofür es eigentlich geschaffen wurde. Weil es noch viel zu fehlerhaft ist. Deswegen, ja, weiß ich nicht, irgendwie so. Da müssen die sich mal irgendwie was überlegen, dass dann irgendwie mal so ein Ersatz kommt oder zumindest etwas, was halt so in die Richtung geht. Die guten alten angekündigten Social Features, von denen wir immer noch nichts gesehen haben, sie sind immer noch nicht da. Und deswegen, ja, im Endeffekt, nicht so gut, nicht so gut. Das ist nicht so gut, das kommt kein Ersatz. Auf keinen Fall gut, auf keinen Fall gut. Da muss was gemacht werden und das würde sich, das wünsche ja nicht nur ich mir, auch wenn ich damals nicht oft im Global war, aber es ist halt etwas gewesen, ja, was die Spieler zusammengehalten hat. Deswegen, das ist Punkt Nummer 1, 2, 3, 4. Punkt auf meiner Liste, der Globalersatz. Dann ein Punkt, das ist aktuell, ein Thema. Dauerhaft die 7. Stufe bei den Clanspielen, ja, bitte. Ja, bitte. Es gibt aktuell bei den aktuellen Clanspielen 6 Stufen. Es gab natürlich auch schon mal 7 Stufen. Ich glaube, das war zum Jubiläum, ne? Ich glaube, zum Jubiläum von Clash war das, glaube ich. Da gab es eine 7. Stufe. Warum nicht? Warum nicht? Also, ich finde das geil. Es geht ja um Sachen, die sich die Spieler wünschen. Also, klar, Supercell sagt dann wahrscheinlich bei einigen Punkten, warum sollen wir das machen? Das ist wie mit den Helden im Clankrieg benutzen, wenn sie pennen. Klar würde sich das jeder Spieler wünschen, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass sie das nicht machen, weil ihnen einfach so viele Gems dann durch die Lappen gehen würden, so viel Geld. Ist klar, dass sie das nicht machen, kann ich absolut verstehen. Aber 7. Stufe bei den Clanspielen, oh, das würde ich so feiern, das wäre geil. Das wäre auf jeden Fall geil. Moment, ich schluck Kaffee, Moment. Eigentlich ist das kein Kaffee, den ich gerade trinke, eigentlich ist das ein Espresso.
Wann werde ich überhaupt mal von einem Kaffeeproduzenten gesponsert, bitte? Es gibt niemanden, der mehr Kaffee trinkt als ich in einer Episode. Warum? Wenn ihr einen Kaffeeproduzenten kennt, schreibt ihn mal an. Nein, Spaß. Also, 7. Stufe bei den Clan-Spielen. Definitiv etwas. Also, alleine schon, dass sie gemacht haben, dass man ja zwei Sachen sich abholen kann, wenn man jetzt bei den aktuellen Clan-Spielen 4000 Punkte holt. Das ist doch schon mal was sehr Geiles. Auf jeden Fall, das war richtig super. Und dann vielleicht noch die 7. Stufe. Dann sind wir zufrieden. Dann etwas, was jemand auf meinem Discord geschrieben hatte. Eine Clan-Bank. Ja, ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht, ist mir im Endeffekt auch Latte. Aber es ist etwas, was sich Spieler wünschen. Und zwar, dass du Ressourcen einzahlst und dann auch abheben kannst. Also ich persönlich würde das eher so verstehen, ja, wie so eine Art Tauschgeschäft. Angenommen, du zahlst 10... Aber, oh, ich habe noch eine geile Idee gehabt gerade. Pass mal auf. Du zahlst beispielsweise 1 Million Gold ein. Und dann könntest du 1 Million Elex abheben dafür. Oder in einem Umtauschkurs vielleicht auch Dunkles oder so. Was aber dann ganz interessant wäre, meiner Meinung nach, dass sich das, was sich auf der Bank befindet, verzinst. Das, was es ja im realen Leben nicht mehr gibt auf dem Konto, dass du Zinsen bekommst, das könnte es dann geben bei der Clanbank, dass du sagst, wenn dort 5 Millionen eingezahlt werden, bekommen die Spieler jeden Tag 5% Zinsen auf das, was da drin ist. Oder, und so, es ist halt eine Idee. Jemand hat dir einen Vorschlag gemacht, ich fand das ziemlich cool. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll wäre, das Dunkle mit da reinzunehmen. So als Umtausch zwischen Gold und Elex ist gut, finde ich. Macht Sinn, aber zwischen Gold und Dunkle mit dem Umrechnungskurs fände ich dann eher nicht so geil. Deswegen sagen wir einfach mal eine Clanbank für Dunkles, für Gold und Elex. Ups, ohne Dunkles. Dann, Meisterhütte 10. Allerdings, ja, nicht nur einfach Meisterhütte 10, sondern mit irgendetwas Coolem dabei, was halt auch das Nachtdorf mal wieder so ein bisschen pusht. Das Nachtdorf schläft ja so vor sich hin, es passiert gar nichts. Meisterhütte 10, ich hatte es ja mal gezeigt, in einem Werbespot, da haben sie ja irgendwie so ein Gebäude reingebaut. Ob das jetzt Meisterhütte 10 im Endeffekt war, weiß ich nicht. Wäre cool, sah ganz cool aus. Ich meine, es sieht immer alles cool aus. Das habe ich auch gesagt. Sie haben, glaube ich, noch nie irgendwas gemacht, was nicht optisch geil aussah. Okay, nur das Nachtdorf ist ja auch optisch geil. Es passt alles. Es ist alles stimmig. Es hat alles Hand und Fuß. Nur, es ist so langweilig geworden. Deswegen, bringt doch bitte etwas Neues. Meinetwegen dann auch mit Meisterhütte 10. Bringt meinetwegen auch eine neue Truppe raus, neue Gebäudelevel, neue Truppenlevel, eine neue Verteidigungsanlage, was weiß ich. Aber bringt auch etwas komplett Neues für das Nachtdorf, denn sonst wird das Nachtdorf vor die Hunde gehen, das sage ich euch. Und das ist doch etwas an neuen Sachen, was sich die Spieler auch wünschen. Dann etwas, was sich natürlich auch alle wünschen, was aber noch nicht kommen wird, Rathaus 14, ich habe da auch mal ein Bild dabei, das blende ich mal ein, so mit einer Adler-Dev obendrauf als Idee. Das hatte ich schon mal gezeigt. Ja klar, wünscht sich natürlich jeder, dass das kommt, oder zumindest die Spieler, die Rathaus 13 sind, wünschen sich das natürlich, dass das kommt, also zeitnah kommt. Wir wissen, es wird dieses Jahr nicht mehr kommen. Darren hat gesagt, sie halten nach wie vor fest an dem Plan, das zu bringen im Sommer 2021. Boah, wie die Zeit verrinnt. Im Sommer 2021. Das ist immer noch der Zeitplan. Da hat mir Tüpfelblatt geschrieben, der auch schon mal öfters bei uns im Clan zu Besuch war, dass er ja vermutet, es würde jetzt eher kommen, das Rathaus 14, weil sie ja schon alle Mauerstücke freigegeben haben, alle restlichen Mauerstücke. Ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn, bringen sie vorher noch neue Mauern raus, also vom Level her, oder vielleicht ein Gear-Up für Mauern oder sowas. Das ist, wie gesagt, das ist alles nur... Das sind jetzt nur Spekulationen von mir, das sind jetzt keine Infos, die ich habe. Also ich vermute mal, sie bringen dann eher noch neue Mauerstücke raus oder halt nochmal ein neues Mauerlevel oder sowas, anstatt dass sie dann Rathaus 14 bringen. Aber es geht ja um Sachen, die man sich wünscht. Und deswegen Rathaus 14, definitiv ein Punkt auf der Liste. Dann ein Punkt, den ich mir auch so sehr wünsche, aber da haben sie gesagt, sie arbeiten dran. Also das ist ein Punkt, den sie Spieler wünschen und wo sie auch wirklich dran arbeiten. Und das sind neue Clan-Vorteile. Genau, Clan-Vorteile ab Level 10 aufwärts. Also Level 10 ist der letzte Level, wo man dann auch wirklich noch was bekommt. Danach gibt's nichts mehr. Ja, es ist halt so ein Balanceakt. Auf der einen Seite gibt es natürlich mittlerweile viele Clans, die weit über Level 10 sind. Es gibt ja schon Clans, die sind, was weiß ich, Level 25 oder so.
Selbst unser Clan ist ja schon Level 19, der The Return Clan kurz vor Level 20. Auf der anderen Seite werden natürlich auch immer neue Clans gegründet. Bedeutet, du musst irgendwie es schaffen, dass die Clans, die hoch sind, natürlich auch noch was davon haben, von ihrem Level, den sie sich erarbeitet haben. Auf der anderen Seite darf man die unteren Clans natürlich auch nicht entmutigen, dass keine neuen mehr gegründet werden. Also das ist so, dass das ist so diese Balance, die dann gehalten werden muss, dass auf der einen Seite die hohen Clans da sind, auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder neue Clans gegründet werden. Und vielleicht auch mal Clans wieder geschlossen werden, wenn alle Leute aus dem Clan rausgehen, dann ist der Clan zu. Dann ist der Clan weg. Und das ist auch ganz normal bei Clash. Das ist auch ein ganz... Ja, das ist der Lauf der Dinge. Das ist der Lauf der Dinge und deswegen muss man gucken, dass man da was macht. Aber sie haben ja gesagt, sie arbeiten dran. Und das ist ja aber auch definitiv etwas, was sich viele Leute wünschen. Und der letzte Punkt, den habe ich mir extra aufgehoben bis zum Schluss. Ein neuer Game-Modus natürlich. Das ist etwas, was ich mir sehr wünsche. Was ich eigentlich jetzt schon gehofft hatte, es kommt im Oktober-Update, es kam nicht. Etwas, was ich mir vielleicht für das, beziehungsweise nicht vielleicht, was ich mir definitiv erhoffe für das Dezember-Update. Nicht wieder nur neue Level, Leute. Nicht wieder nur 1, 2, 3 neue Supertruppen. Auch wenn die Supertruppen, die ihr gebracht habt, super waren. Die haben das Wort super auch verdient. Das ist absolut richtig. Aber neuer Game Mode. Megabases. Haben sie schon gesagt. No, no. Arbeiten wir nicht dran. Bäh, buh. Nicht gut. Operation. Fände ich cool. Ja, wer ging so in die Richtung Megabases, ne? Mal gucken. Clandorf? Oh Gott, das wäre so geil. Sie haben ja gesagt, sie haben Tonnen von Ideen für Game Modes. Also, das sind halt Sachen, die wünschen sich die Spieler. Ist doch logisch. Das ist doch absolut logisch. Das würden die Leute feiern. Also, wenn da irgendwas Neues kommen würde als Game Mode, was auch immer das sein kann, denn die Clan-Spiele und der Season Pass gilt, das gilt auch beides als Game-Modus. Also, als Game Mode. Aber was dann da kommt, oh Gott, die Leute würden das, glaube ich, feiern. Wenn es was Cooles ist, die Leute würden da abgehen bis sonst nicht was. Und ja, da würde ich mich sagen, Leute, sind wir am Ende von dieser Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Guckt gerne in die Beschreibung. Aktiviert die Glocke, das ist etwas, was ihr nicht vergessen solltet. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer freshen Episode. Morgen kommt übrigens, kann ich mal eben ganz kurz noch erzählen, während der Angriff ja noch durchläuft. Morgen kommt das 8000. Video auf diesem Kanal. Ich freue mich schon drauf. Also schaut doch gerne mal vorbei. Ich habe da schon eine Idee, was ich machen werde. Und ja, ansonsten kommen wahrscheinlich auch wieder mal irgendwann wieder solche Folgen. 5 Dinge, die jeder liebt, die jeder hasst, die wir uns wünschen, die kommen müssen. Die besten 5 Updates und so weiter. Da schreibe ich dann aber ins Community-Tab. Dann könnt ihr eure Ideen einbringen. Und dann sage ich mal, bis morgen. Macht's gut. Tschüss.